Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Es wird hier gerade dunkel. Ich gehe nämlich gerade mal in die Yaris Zimmer, der ist mich jetzt gerade aufgewacht und Mila leistet ihm hier schon Gesellschaft und hat hier Licht angemacht. Verstehe kein Wort mehr. Süß. Süß, ja. Ja, er hat sich doll gefreut, ne? Dass du ihm hier direkt Gesellschaft leistest. Hm? Machen wir hier auch noch mal Licht an. Es ist ein bisschen duster. Guten Morgen. Guten Morgen. Yeah. Hi. Jetzt wollen wir eben gucken, was du anziehen kannst, Jari. Die Krankenhunde. Oh, die Krankenhunde. Passt du gut auf die Krankenhunde auf? Okay. Eine Hose, Jari. Was bei ihnen passiert ist, sie sind gerannt und gerannt. Und dann sind sie hingefallen und haben sich die Pfote verletzt. Die sind verstaucht. Verstaucht? Ja, die brauchen lieber ein Verband. Ja, besser ist das dann. Gut, dass du da bist, Mila. Gut, dass du da bist. Halt, stopp. Wir wollen nicht erst umziehen. Nein, nein, nein. Und die Hundis nehmen da auf dem Sesselplatz. Alles klar. Schwupps, können wir hier einmal fertig machen. Nochmal eben das Halstuch um, dann bist du schon fertig. Dann bist du schon fertig. Du guckst, wo ich die Kamera habe, ne? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn nur? Hm. Aha, gesehen. Yari, haben wir jetzt soweit? Jetzt ziehen wir Mila an. Mal gucken, was du anziehen kannst. Weißt du schon, was du anziehen möchtest? Ein Kleid oder ein Pullover? Hier. Okay, Mila ist wieder in einer anderen Welt und spielt. Ja. Den Pullover anziehen, den mit der kuscheligen Kapuze? Die sind jetzt schon vier. Dann haben wir schon mal den Pullover. Eine Hose. Die blaue Leggings passt da, glaube ich, ganz gut zu, ne? Ja. Geht das nicht mehr? Batterie alle? Warte mal. Aber auch an. Nee, jetzt ist es aus. So, jetzt nochmal probieren. Hm, aber der geht auch nicht. Ein anderer? Oh. Waschmaschine ist auch fertig. Die habe ich nämlich gestern schon angestellt. Also gestern Abend, sodass sie jetzt heute Morgen fertig ist. Und der Geschirrspüler ist auch fertig. Den kann ich auch gleich ausräumen. Aber dann räume ich die Teile da drin, sind jetzt schon mal in Trockner. Beziehungsweise die Sachen, die gehen. Den Rest hänge ich mir auf. Ja, und du willst immer einen Geschirrspüler, ne? Willst du mit ausräumen? Ja, aber pass mal auf bei dem Besteck da. Da oben kannst du bei, genau. Das machst du gut. Oh ja, du hängst schon wieder halb drin. Warte. Wäsche habe ich jetzt auch fürs Erste gemacht. Das waren jetzt auch nur die Teile, die trocknen müssen. Alles andere habe ich zusammengelegt. Und die Sachen hänge ich bei mir immer im Schrank auf. Deswegen muss ich die nicht zusammenlegen. Mila ist jetzt gerade schon mal ein bisschen Müsli, aber fährt gleich auch mit Julian los. Und ich mache Yari jetzt auch eben sein Porridge. Da haben wir aktuell dieses Baby-Müsli hier von Baby Dream. Das ist ja auch ganz gut. Ich hatte ja im letzten Vlog schon erwähnt, so alles, was so Brei ist, geht ganz gut. Also ist jetzt besser aktuell als Brot und von daher, ja, gibt's das jetzt. Guck mal, das kannst du so rum auch bauen. So rum, guck mal, das ist... Ja, kannst du auch so aufstellen, genau. Oder hier. Guck mal, ich mach dir auch wieder hier deine Trommel an. Und so ein bisschen musizieren, ja? So. Vielleicht, nee, wir machen mal auf Musik. Bitteschön. Hm, Bruno? Bist du auch schon wach? Bist du auch schon wach? Hallo? Mein Latte Macchiato habe ich und eine schöne Gesichtsmaske ebenfalls. Ich habe die jetzt eben drauf gemacht, dann kann die schön einwirken, während ich meinen Kaffee trinke. Und dann mache ich die ab, bevor ich Yari gleich ins Bett bringe. Und dann kann ich mich, wenn er dann schläft, dann direkt weiter fertig machen. Aber so ist die Zeit gut genutzt. Sieht doch gut aus. Bisschen Pflege am Morgen muss auch sein. Wir sitzen jetzt hier noch auf dem Sofa entspannt und lassen
So viele, Leute fragen mich ja ständig, ne, was ja das Geheimnis meiner Schönheit ist, ne? Ja, fragen sie dich das? Ja. Wenn du mich da mal eine Maske. Jürgen hat nämlich auch noch was von der Maske aufgetragen. Jetzt sitzen wir beide hier zusammen. Am Morgen machen ein bisschen Welditz. Ein bisschen Welditz. Ja. Ich mache jetzt gerade mal mit meiner täglichen Pflegeroutine weiter. Einmal schön feuchtigkeitsspendende Pflege auftragen. Das brauche ich bei meiner Haut auch. Da habe ich von Burt's Bees diese Daily Lotion. Die ist richtig schön feuchtigkeitsspendend. Und da sind ja auch super viele natürliche Inhaltsstoffe drin. Da ist Reisextrakt drin, Baumwollextrakt und Aloe Vera. Und eben die Maske, die ich drauf hatte, ist auch von Burt's Bees. Das ist die Detoxifying Clay Mask. Die ist auch richtig toll. Die macht ein super schönes, angenehmes Hautbild. Und ja, die Pflege liebe ich bei mir im Alltag. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Pflege für die Lippen. Lippenbalsam. Und ich weiß nicht, ob ihr außer Jugend vielleicht auch diese Pflegestifte von Burt's Bees kennt. Das war so mein erstes Produkt von denen. Also müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch diesen typischen Pflegestift hattet. Aber Burt's Bees hat ja mittlerweile super viel. Also die haben eine super weite Produktpalette. Also von Babyprodukten, Mamaprodukten, Make-up, Pflegeprodukten. Also da müsst ihr unbedingt mal auf der Website schauen. Und gerade vor Weihnachten gibt es da natürlich auch tolle Geschenksets. Und ich habe auch noch jetzt zum Beispiel für die Nacht habe ich jetzt auch noch die Nachtcreme. Die ist ebenfalls super feuchtigkeitsspendend. Und zum Reinigen abends nehme ich oft diesen Cream Cleanser. Also auch richtig angenehm. Und ich finde es halt eben toll, dass da wirklich durchschnittlich 98% natürliche Inhaltsstoffe drin sind. Die ganzen Produkte sind auch nachhaltig und recycelbar hergestellt, also die ganzen Verpackungen, was ich auch super finde. Und ja, kann man echt guten Gewissens empfehlen. Also die Produkte liebe ich auf jeden Fall. Ich zeige euch gleich unten nochmal einen Lippenpflegestift, den ich auch so im Alltag richtig gerne trage, weil der pflegt nicht richtig schön, der hat so ein bisschen Farbe. Liebe ich. Den Link zur Burt's Bees Website setze ich euch einfach nochmal in die Infobox. Dann könnt ihr einfach mal stöbern durch die Produktpalette, weil sie ja wirklich von Make-up bis Pflegeprodukten alles zu bieten haben. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, der lautet MissLaven20. Damit bekommt ihr einen schönen Rabatt und könnt für euch oder für Familie, Freunde, wie auch immer, einfach mal gucken, ob was dabei ist. Und ich liebe die Produkte, also einfach diese natürlichen Inhaltsstoffe finde ich mega und sie pflegen halt auch einfach wahnsinnig gut. Und ja, das als Empfehlung von mir für euch. Und ja, jetzt geht's nach unten frühstücken. Ja, ihr habt ja mit den Flaschen von Nguyen's Ingwer-Shots. Bitteschön, bitteschön. Schwer beschäftigt. Ja, danke. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin hier gerade in der Küche mit dem Mittagessen beschäftigt, beziehungsweise es ist fertig. Hier sind einmal normale Kartoffeln mit Süßkartoffeln und hier Kürbis mit roten Zwiebeln und ein bisschen Feta. Und da werde ich jetzt auch noch was für Jürgen für die Arbeit abfüllen. Und dann haben wir das auch. Jari hat schon seine Nüdelchen gegessen und räumt hier wieder fleißig auf. Das müssen wir gleich auch erstmal alles wieder einräumen. Guck mal, das kann ich schon mal einräumen. Du bist ja gerade gar nicht bei. So, schnell zu machen. Und dann werde ich mich jetzt gleich noch ein bisschen schminken, bevor es dann ja, gleich schon wieder losgeht, den Mila abholen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, Mila abholen. Er liegt da gerade so ein bisschen schräg, weil ich kein Stativ dran habe und mein Auto einfach keine gerade Ablage hergibt. Und noch ist Jari wach. Ich hoffe, er hält sich noch ein bisschen wach. Schläft nicht wieder im Auto ein, aber wenn es so ist, dann ist es so. Aber eigentlich würde ich gerne wieder gleich nochmal nach einer Regenhose schauen, weil ihre kaputt ist. Aber ja, mal gucken, ob es klappt. Wir sind wieder rein. Ja, der hat tatsächlich jetzt auf dem Rückweg noch eine halbe Stunde kurz geschlafen. Ich dachte, wenn er jetzt doch einschläft, dass er vielleicht noch länger schläft, aber dem war dann nicht so und es ist eigentlich ein bisschen wenig. Eine halbe Stunde fürs zweite Schläfchen. Er nimmt hier gerade wieder diesen Staubsaugroboter auseinander. Beziehungsweise zieht dem Roboter die Station weg, sodass der Roboter völlig irritiert ist. Aber ich kriege ihn noch nicht weg und wir haben noch nicht den optimalen Platz für den gefunden. Ja, hier kam gerade Post, steht gerade hier irgendwie alles voll. So ein paar Päckchen und Briefe kamen. Ich hatte aber auch bei Verbude, wenn man es richtig ausspricht, relativ viel bestellt für beide. Da muss ich mal gucken, ob ich da heute noch durchgucken kann. Und ja, und für Mila habe ich jetzt nicht so richtig eine gefütterte Regenhose gefunden, sondern schon direkt eine Schneehose, aber
das muss jetzt irgendwie vorübergehend auch gehen. Ist ja auch warm und hält das Wasser ab. Ja, Jari, was hast du da wieder gemacht? Guck mal, jetzt sucht er seine Station. Das stellen wir so hin. Ja, und das ist hier die Hose. Aber wie gesagt, die ist ja wasserabweisend und muss fürs Erste jetzt gehen. Mila spielt jetzt hier gerade schön in ihrem Zimmer. Sie spielt, glaube ich, Schule. Und eine Freundin von mir ist gerade gekommen. Wir wollen jetzt nämlich durch die Babysachen sortieren. Ich hatte ja im letzten Vlog schon erwähnt, dass sie für ihre Schwester noch gucken wollte, weil die auch nächstes Jahr dann ihr Baby bekommt. Und bevor es ja, wie gesagt, alles schon direkt auf den Dachboden geht, ja, kann man einmal vorüberschauen. Und da machen wir uns jetzt gleich mal ran. Denn hier sind ja die ganzen Sachen. Also irgendwo sind auch nur Spielsachen drin. Aber hier sind sämtliche Sachen drin. Also auch hier diese, eigentlich ist das so eine Schlange für einen Kinderwagen. Die hatte ich damals aber neben dem Beistellbett liegen. Ja, und sämtliche anderen Sachen. Also von Socken bis Bodies ist alles dabei. Was machst du da? Oh, vorsichtig, rutsch hier nicht weg. Ja, die hing gerade eben kopfüber hier im Karton. Jetzt hier. Tschüssi. Taucht ab. Na, da muss ja irgendwas ganz Spannendes da drin sein. Ja. Was suchst du? Was machst du da? Ja, sitzt du gut? Da ist bequem, ha? Der Logenplatz? Ja, wir sind hier schon am Sortieren. Hier hinten ist der Haufen an Sachen, die ich dann auf den Dachboden nochmal packe. Ja, und ansonsten sortieren wir hier durch. Hier sind aber auch noch also wirklich große Sachen bei. Die kommen dann erstmal nicht in Frage. Muss ich mal gucken, ob ich die verkaufe. Ja, wir sortieren mal weiter. Und Jari schmeißt die Sachen zack hinter sich. Wir sind jetzt fürs Erste durch mit Sortieren. Sieht hier jetzt auch direkt schon ein bisschen anders aus, auch wenn natürlich noch genauso viele Kartons da stehen. Aber Nele hat eine dicke Tüte mitgenommen und ich habe jetzt nochmal geguckt, was ich behalten will. Habe das direkt auf den Dachboden geräumt und jetzt haben wir eine Kiste mit Milas aussortierten Sachen und eine mit Yaris. Ja, und da muss ich jetzt nochmal gucken, was ich davon verschenke, spende und was ich noch verkaufe. Genau, muss ich mal gucken, wann ich das schaffe. Ja, aber ein bisschen weiter sind wir zumindest gekommen. Ich habe auch überlegt, dass ich das Regal da hinten, das ist das gleiche wie hier, dass ich das eventuell hier noch anbringe für so kleine Spielsachen auch schon. Ja, mal schauen. Und jetzt müssen wir schon wieder gleich gucken, dass wir hier anfangen zu baden und alles. Also irgendwie Vormittage sind so weg, Nachmittage, Zeit rast. Hier sind dann. Was, das ist alles mein Geschenk? Ja. Okay, danke schön. Ich mach mal Licht hier aus. Und das. Noch mehr Geschenke. Nein, das sind keine Geschenke. Das sind das. Oh, da kannst du dein Geschenk aufbauen in meinem Zimmer. Okay. Nein, Jari, du darfst nicht. Ich komme aber nur Kinder. Du bist kein Kind, du bist ein Baby. Dann will ich mal gucken, was du mir hier geschenkt hast. Ohrringe? Dankeschön. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Kleine Einhornohrringe habe ich bekommen. Ja, ich beende den Vlog jetzt auch an dieser Stelle wieder hier aus dem Kinderzimmer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Didi. Tschüssi.